Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Episode meiner Ironman Challenge, der Challenge, wo man nicht sterben darf und so weiter und so fort. Die Regeln stehen unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns immer noch im Hain der Uralten und haben hier noch die drei Quests zu erledigen, die ich letzte Episode angenommen habe. Da fangen wir auch direkt mal an. Was war denn das hier? Saat der Erde, Saat des Meeres, Saat des Himmels. Samenkörner des Lebens, okay. Gott, sammelt die Saat der Erde, die Saat des Meeres. Ja, toll. Ja, man könnte hier ein paar Materialien für mich besorgen. Ich brauche Leben in allen möglichen Formen. Sprecht mit Onu hier am Hain, um die Saat der Erde zu erhalten. Onu? Wer ist hier Onu? Onu Hain? Onu, hallo! Da bist du doch. Welche Saat? Dankeschön. Eine Saat gibt er mir. Das ist schon mal nice. Was haben wir noch? Gesegnetes Kräuterbündel. Gesegnetes Kräuterbündel. Okay. Was auch immer. Was auch immer. So. Gesegnetes Kräuterbündel. Fehlendes Reagenz. Flinkfuß Schwanzfeder. Okay. Ist hier eine. Ah, hallo, was bist du? Uralte Bärenstatue, hallo. Was bringst du mir? Du leuchtest so toll. Bringst mir nichts, okay. Du leuchtest so toll, warum leuchtest du so toll? Ich kann nichts machen. Flinkfuß. Schwanzfeder, hallo. Dich brauche ich doch. Komm mal her, Flinkfuß. Ja, da ist er down. Flinkfuß, hallo. Danke für deine Schwanzfeder. Dankeschön. So. Ne, Flinkfuß, Schwanzfeder. Ah ja, jetzt kann ich es machen. Okay, haben wir das schon mal. Sehr schön. Ah, okay, dann ist das jetzt auch weg, so wie ich es sehe. So, wo kriege ich Saat des Himmels, Saat des Meeres her? Saat des Meeres. Besorgt die Saat von den Seemuschelschalen an der Küste westlich von hier. Okay, da sind sie halt nun. Also fangt einen Dunkelküsten Irrwisch um die Saat des Himmels. Also ein Irrwisch brauchen wir, okay. Einen Irrwisch. Was haben wir denn da? Nachtelfkrieger. So cool. Gott, wo finden wir jetzt hier einen Irrwisch? Irrwisch. Hallo. Hallo. Ich brauche dich. Es wäre nett, wenn du auftauchen würdest. Weil so lange möchte ich nicht hier an diesen Quest hängen. Bleiben, was auch immer. Irrwisch? Ist das jetzt hier ernst gemeint oder was? Leck, wo haben wir denn hier einen Irrwisch? Das kann auch nicht sein. Wo bist du? Ach, das kann echt nicht sein. Irrwisch. Steck mal am Arsch der Welt, der hängt da jetzt nicht rum. Hallo? Da bist du doch. Ah. Oh. Da gammelt einer rum, weißt du? Kriegst du dich geludet? Yeah, dankeschön. Irrwisch. Ach Gott. Oh, komm, ist egal. Ist doch egal, ich habe jetzt einen, von daher. So, gehen wir mal rechts lang. Gehen wir mal zur Küste. Gehen wir mal zu den Muscheln. Zu den Muschelschalen. Guck, da ist noch ein Irrwisch. Ach Gott. Ach, da ist noch einer. Oh, Michi Man, Augen auf. Da schlägt es auch an der Uhrzeit. Könnte auch sein, ja. Aber nicht unbedingt.
Ich bin hellwach. Von daher juckt mich das nicht. Können wir irgendwie ein bisschen schneller. Ja, uns fehlen nur noch 9%. Dann können wir wenigstens Reiten erlernen. Leck, darauf freue ich mich am meisten. Endlich reiten, Leute. Endlich reiten. Oh. So. Ist der gepult? Nice. Da ist er down. Da läuft eine Schnecke. Die Schimmerschnecke. Oh. Ja, wieder kommt. Ist er jetzt gerade gespawnt oder was? Du bist ja frech. Meine Stimme versagt. Du bist ein frecher Luchs, du. Eine freche Krabbe, so. Ist ja kein Luchs. So, dann haben wir die Quest. So, und jetzt haben wir hier unten noch irgendwie was. Sprech mit der Archäologin Groff bei Virebarts Ausgrabungen. Okay. Ich hätte eigentlich. Würde ich aber erstmal gerne die Quest abgeben, bin ich ganz ehrlich. Bevor ich jetzt hier irgendwie weitermache. Dann hänge ich hier unten nachher fest und dann habe ich hier oben noch die ganzen Quests zum Abgeben. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir geben alles nach dem anderen ab. Von daher ist jetzt erstmal das hier dran. Obwohl hier oben direkt auch schon mal ein Questgeber ist. Können wir ja eigentlich gerade hin. Wenn wir schon gerade auf dem Weg sind. Ist ein bisschen frisch bei mir in der Wohnung. Oh, vergessen die Heizung anzumachen. Oh. Ach, er! Ach Gott, der Brolk. Aus der letzten Episode. Hallo. Genau, da war doch das. Yeah, Stufe 20, Leute. Neue Dungeons, yeah, die wir nicht benutzen dürfen. Aber endlich unerfahrenes Reiten. Darauf habe ich mich schon lange drauf gefreut. Immer beste, dass ihr das sehen wollt. Benutzt um 7 Verbrauchern und Schwanzheit zu Leute an und die Geister. Okay, das machen wir. Ich habe gesagt, das machen wir. Ich wollte schon gerade sagen, er spackt es hier noch. So, das nehmen wir auch mal an. Aber jetzt gehen wir erstmal noch da hinten und geben die andere ab. Stufe 20. Leck, ist das geil. Nach der Episode reise ich erstmal nach Danassus. Oh. Und erlerne erstmal. Wie teuer war das? Ich habe hier 5 Gold, ne? Ja, wie teuer war jetzt nochmal reiten? Gott, mit so wenig Gold, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. So wenig Gold zu haben. Das ist ja fast wie ein Level 1 Char. Also, beziehungsweise allerersten Char, den man jemals gespielt hat. So fühlt sich das an. Es ist scheiße, es ist garstig. So, ich nur die Mimimi. Scheiße, die wir nicht brauchen. Das ist ein Whistlebeeren. Weißschwanzhirsch. Mondpirsch. Was? Mondpirscher Patriarchen oder einer gesunden Mondpirscher Matriarchin in der Nähe. Okay. Probieren wir das doch mal aus. Wo ist so ein Bär? Hier waren noch eben so viele Bären. Ich hab's ganz genau gesehen. Wo sind die ganzen Bären? An dir kannst du es nicht austesten. Leider Gottes. Oh, und er hat alle getötet. Willst du mich verarschen? Ich hasse dich dafür. Was? Oh, leck, was war denn das? Ach, das war ein Questmob. Okay. Da ist ein Bär. Ah, ne, er. Was? Er äugt da. Er graute, ach so. What the fuck? Ich lese schon wieder irgendeinen Quatsch vor, der überhaupt gar nicht da steht. Hauptsache ich laber so einen Scheiß. Aber muss ich das nicht an dir austesten? Ja, doch. Oh, was passiert mit ihm? Hallo? Und er verschwindet da. Alles klar. So geht's auch.
Oh, was war das? Ah, mein Pet kann jetzt in Ares Segrat schleichen. Ist verfügbar. Oh, Michi-Man, das muss ich doch mal besser sehen. Schleichen ist verfügbar. Wie geil ist denn das? Erregt mein Pet nicht mehr so viel Aufsehen. Nice. Ah, das ist nice. Immerhin bekommt wenigstens einer hier Fähigkeiten. Ich nicht. Ich bekomme gar keine Fähigkeiten. Leider Gottes. Seid gegrüßt. So, abgeben. Quest beenden. Ja, yeah, da klatscht sie in die Hände. Sprecht mit Orsoi, so ein Hain der Uralten, und besiegt einen Hypogryphen, schützt aus der Luft acht Weißenhilfe und Rehe, acht ergraute Distelbeeren und acht Mondpirscher, bla bla, okay. Okay. Muss ich jemanden dafür? Ne, muss ich nicht, okay. Wie, muss ich jetzt einfach dahin und die beschützen oder was? Oder wie, oder was? What? Ich verstehe wieder nur Bahnhof. Hallo, da ist so ein Hirsch. Hey, das stand doch aus der Luft. Ach ja, sprech mit aus. Oh, Michi-Man. Oh, Michi-Man. Streng doch mal deine Birne an. Deinen Verstandskasten. Wo ist der Orsois? Orsois? Leck, wo ist der scheiß Orsois schon wieder? What? Sprech mit Orsois vor dem Hain der Uralten. Vor dem Hain der Uralten. Also sprich, da müsstest du das sein, ne? Ja, ja, da ist er doch. Hallo Orsois. Hallo. Kann ich behilflich sein? Spreche mit dir. Ja, ja, ja. Bin ich geschickt, bla bla bla. Was? Oh, oh, okay. Spring da auf. Was haben wir hier? Wildtiere schützen. Haltet euch gut fest. Ich kümmere mich um das Fliegen. Ihr konzentriert euch auf die Wildtiere unter uns. Aus der Luft dürftet ihr euren Schutzzauber auf der ganzen Gruppe von Tieren, bla bla bla, was auch immer. So, ich bin bereit. Gib's mir. Oh yeah, gib's mir. Beschützt. Okay. Ach, mehr ist es nicht, oder was? Ist ja lächerlich. Da haben wir schon mal die Hirsche. Nee, brauchen wir nicht. Was ist denn hier? So, da haben wir. Da haben wir. Leck, ey. Mal ein bisschen rauszoomen hier. Sehe ich hier gar nichts mehr. Wartet! Der Aufwind von dem Feuer kann heftig sein. Oh ja, so heftig. Da habt ihr recht. So, weiter. Komm schon, gib mir mal ein paar. Brauche ich alles nicht mehr. Da haben wir einen Mondpirscher. Vielleicht mehrere. Sehr schön. Da ist noch einer. Da komm mal dran. Sehr schön. Das ist noch einer. Und noch einer. So, haben wir schon mal die. Jetzt brauchen wir nur noch die Distelbeeren. Die guten Distelbeeren. So. Oh ja, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, natürlich bringt das natürlich jetzt so nichts. Das ist natürlich ziemlich bescheuert gewesen jetzt. So, das. Oh, ich sehe nichts mehr. Das ist der andere Distelbär. Da hinten. Sehr schön. Noch vier Stück. Oh, hier sehe ich überhaupt nichts. Da greift diesen Hirsch an.
Und du wirst noch von uns beschützt dabei. So. Und dich. Zack, Hammer. Easy. So, können wir irgendwie absteigen? Warum sollte jemand so etwas Entsetzliches ausgraben? Ich bin überzeugt, dass diese Dinger hinter dem stecken. Was den Tieren hier widerfährt. Ja, wer weiß. Wer weiß. Lexi sagt mir, oh Gott, ich... jetzt werde ich auch noch müde. Oh, fuck. Sieht das Ding mächtig aus. Leck, schaut euch das an. So mächtig. Leck. Ja, ja. Ein Rundflug ist auch mal toll. Muss auch mal sein. Ein kleiner Rundflug durch die ganzen... durch die ganze Insel. Durch die ganze Dunkelküste. Oh ja. Tut auch mal gut. Gute Arbeit. Können wir jetzt absteigen, bitte? Danke. Dankeschön. So, Quest beenden, bitte. Da bist du, ja. Ja. Oh, hallo. Jota der Verschlinger. Ach, den haben wir doch gerade eben gesehen. Ist das nicht so? Ja, genau, da hinten. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Leute, da bin ich jetzt gespannt. Oh. Oh. Ah, mal gucken, ob er lebt. Ach, da müssen wir ein Artefakt für benutzen, oder was? Benötigt Wasser doch. Ah, jetzt genau. Boah, bitte lass er nicht so viel Life haben. Da ist wieder Flinkfuß. Hallo. Hallo, Flinkfuß. Oh Gott, das mehr. Tausenderbereich. Leck. Tausenderbereich. Okay, jetzt wird spannend. Tausenderbereich. Aber müsste eigentlich gar kein Problem sein. Sieht unser Pet aus? Pet? Sieht noch gut aus. Ja, easy. Null Problemo. Null Problemo. Easy. Das finde ich nice, dass wir noch gar keine Probleme haben. Das finde ich echt nice. So, dann geben wir jetzt hier die Quest ab. So, Quest beenden. Komm schon her. Was führt euch yeah. Her? Komm schon, gib mir die Erfahrungspunkte. Alles, was wir nicht brauchen. Yes. Und dann haben wir wieder 38,8%. Das ist geil. Und dann gibt es keine Folgequest mehr. Nice. So, jetzt können wir mal gerade gucken. Und zwar... da unten haben wir auch noch die Quest. Und zwar gucken wir mal uns hier mal durch, weil eigentlich können wir jetzt Eschental, so wie es aussieht, ja, mal ein anderes Gebiet. Dunkelküste haben wir jetzt ziemlich lange, oh Gott, ziemlich lang, sind wir jetzt hier ziemlich lang durchgelaufen. Wir können ja mal das neue Gebiet ausprobieren. Eschental, Quest beginnen. Quest annehmen. Und ja, ja, das könnte man eigentlich machen. Eschental, nächste Episode, ab nächste Episode. Dann gucken wir uns mal an. Ich, die ganzen Quests hier lasse ich mal noch stehen. Wir müssen erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie strong die im Eschental sind. Wir lassen das mal hier noch offen, falls wir dann auch mal hier mal zurückgehen und ein bisschen weiter questen. Von daher würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Falls ja, denkt dran, Daumen nach oben zu geben oder ein nettes Kommentar zu hinterlassen. Oh mein Gott. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im Eschental wieder. Ich bin der Michi-Man. Ciao.